Die Ausrüstung, die wir mit haben, die, da ist das Boot, denke ich. Das ist der so Löwenanteil mit gut so 20 Kilogramm. Dann kommt die so Paddelausrüstung, Kleidung. Kommt darauf an, ob das trocken oder nass ist. Ich sage mal, nass geht das auch gegen die so 10 Kilogramm. Das sind 30 Kilogramm. Dann kommt der Anhänger plus Campingzeug, Essen, trockene Kleider. Ich denke, alles miteinander ist 50 Kilogramm Ausrüstung. Ja, bis jetzt vor der Tour habe ich noch nicht so viel trainiert. Vor allem habe ich heute das erste Mal das Boot auf den Anhänger gepackt. Aber es schaut ganz gut aus. Ich denke schon, dass wir da heute mal mit 100 Kilometer starten können. Wir sind von Geiranger vom Meer hochgefahren und ging eigentlich gut. 500 oder 600 Höhenmeter gemacht, aber gemütlich, einfach anhalten, durchziehen. Es ging eigentlich gut, es war eine schöne Etappe mit wunderbaren Ausblicken auf den Fjord und auf die riesen Kreuzfahrtschiffe. Ein bisschen außer Puste bin ich jetzt noch, aber war richtig toll. Boah, das Beste beim Paddeln war für mich, glaube ich, ganz am Anfang auf der Rangau selber. Viel Wasser, große Wellen, mal wieder was Neues. Zu Hause nur diese kleinen Bäche gefahren. Und jetzt auf der Rana selber, Morning Glory zum Beispiel, war schon ziemlich eindrücklich zum Reinfahren. Es gibt aber eine gute, saubere Durchfahrt durch. Wenn man die trifft, dann kommt man unten, denke ich, durch die zweite Walze, die einfach Meter oder mehrere Meter hoch steht, kommt man da nebendran vorbei. Wenn man oben die Linie nicht ganz oder nicht ganz auf der Linie ist, dann geht es dann mitten rein in das Riesenloch unten. Was eigentlich auch nicht so schlimm ist, aber wenn man drauf zufährt, dann macht man schon mal große Augen, wenn man die Wasserwand sieht. Ja, ganz klar, Teigdal, Elvi, ist einer meiner Lieblingsflüsse mittlerweile geworden. Und da geht es dann als Dessert zum Ende des Runs so ein Doppelwasserfall, 8 und 12 Meter hoch. Und da muss man nochmal so seinen ganzen Mut zusammenfassen, um da sich runterzuwagen. Und das ist echt ein großes Highlight für mich gewesen. Die Stufen, also die beiden Wasserfälle, sind ganz dicht aufeinander. Wenn man oben an die erste Abrisskante kommt, dann sieht man eigentlich gleich über den zweiten Wasserfall hinweg und das ist schon ein ganz schön eindrückliches Erlebnis. Und wenn man dann gelandet ist nach dem ersten Wasserfall, hat man noch kurz Zeit, sich zu orientieren und die zweite Kante anzupeilen und dann geht es halt runter und man ist unten im Pool. Ja, wir sind jetzt hier in der Valdøla, unserem letzten Fluss der Norwegen-Tour. Und wir sind kurz vor den Trollstiegen, haben es perfekt getimt. Den höchstgelegenen Fluss paddeln wir an dem kältesten Tag eigentlich auf unserer Tour.